Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Tipps und Trends Magazins. Wir sind wie bisher für Sie da, auch wenn uns der Lockdown weiterhin zu schaffen macht. 25 Jahre, so lange gibt es inzwischen schon Laufsport Saukel in Kempten. In dieser Zeit ist das Geschäft von Joachim Saukel zu einem der Zentren fürs Laufen im Allgäu geworden. Grundlage des Erfolgs ist die Begeisterung für diesen Sport und allem, was damit zusammenhängt. Nicht nur bei Joachim Saukel selbst, sondern auch bei jedem Einzelnen aus seinem Team. Fast täglich kann man Joachim Saukel auf einer seiner Runden sehen. Laufen ist nicht nur Sport für ihn, hier kann er auch ganz praktische Erfahrungen sammeln. Erfahrungen, von denen die Kunden in seinem Laufgeschäft in Kempten profitieren. Laufen ist für Joachim Saukel aber noch mehr. Nach wie vor laufe ich sehr regelmäßig, laufe 5-6 Mal die Woche, meistens morgens vor dem Arbeiten, häufig auf dem Weg zur Arbeit. Das ist einfach extrem wichtig für mich. Ich komme runter, ich kann abschalten beim Laufen. Und es ist auch so, dass die besten Ideen bei uns fürs Geschäft, für neue Projekte, kommen mir tatsächlich beim Laufen. Knapp 2 Stunden später. Inzwischen ist Joachim Saukel in seinem Laufladen. Zusammen mit seinem Team bespricht er die Erfahrungen, die jeder von ihnen mit aktuellen Laufschuhen gemacht hat. Nicht umsonst wurde Laufsport Saukel 2019 von einem Fachmagazin als Top-Händler ausgezeichnet. Wir arbeiten sehr eng mit den Lieferanten, mit unseren Lieferanten zusammen. Für manche Lieferanten beraten wir auch in der Schuhentwicklung. Auch die Mitarbeiter testen da immer wieder mal Prototypen. Und dementsprechend haben wir auch die Möglichkeit, uns die Schuhe, die Produkte so auszusuchen, dass wir hier im Verkauf dann nur Produkte haben, die gut funktionieren und die alle von uns auch getestet sind. Dieses Jahr feiert Laufsport Saukel sein 25-jähriges Jubiläum. Und auch wenn sich seit den Anfangstagen einiges verändert hat, eines ist geblieben, die Liebe zum Detail, mit der hier jeder Kunde beraten wird. Seinen Traumjob finden, das ist manchmal gar nicht so einfach. Spaß sollte er machen, tolle Kollegen sollte man haben und es sollte auch etwas sein, wofür man wirklich brennt. Denn dann wird aus dem Beruf auch eine Berufung. Diese Leidenschaft und Liebe für ihren Beruf und alles rund ums Fahrrad hat das Team von Zweirad Lämmle. Und fahrradbegeisterte Ergänzungen fürs Team sind hier jederzeit willkommen. Ich bin bei Zweirad Lämmle für den Verkauf zuständig, bin Verkaufsberater aus voller Überzeugung. Ich bin für den Bereich Einkauf, Verkauf und Beratung zuständig. Ich schaue, dass einfach die Abläufe hier unten in der Werkstatt einwandfrei funktionieren. Es muss einfach auch Spaß machen, was man jeden Tag macht. Und dann natürlich der Luxus, auch zu haben im Winter zum Beispiel auf Schulungen gehen zu können, sich fortzubilden. Und es muss einfach das Interesse da sein und man muss sich gerne damit beschäftigen. Ich denke nur in Fahrrad. Fahrrad ist mein Hobby, ich lebe Fahrrad, das ist für mich auch keine Arbeit, was ich hier mache, sondern das ist einfach nur mein Vergnügen, mein Hobby, dem ich nachgehe und nur deswegen kann man überzeugend Fahrräder beraten und verkaufen. An meinem Job macht mich glücklich, dass wir den Kunden helfen können, das passende Produkt für ihn zu finden und dass er Spaß daran hat. Ich glaube, das ist die Belohnung, die wir dann bekommen und das ist das, warum ich den Job euch auch so gern mache. Also ich habe jeden Tag andere Aufgaben mit Kunden zu tun. Es ist einfach die Bandbreite, die man hat, auch wenn oben mal im Laden auszuhelfen ist, beratungstechnisch. Es ist nicht jeden Tag das Gleiche, 8 Stunden am Tag von A bis Z, sondern einfach immer unterschiedlich was zu tun. Wenn man sich für was interessiert, was man gut findet, wo man positiv dem gegenübersteht, dann fliegt es einem zu. Das heißt, man muss nichts machen. Man liest die ganze Zeit Fachmagazine, man fährt die ganze Zeit Fahrrad und das ist das Wesentliche. Infrarotkabinen. Sie bringen uns ähnlich wie eine Sauna Wärme und Entspannung. Man findet sie inzwischen nicht nur in Hotels und Thermen, denn Physotherm bietet seine einzigartigen Infrarotlösungen auch für Privathaushalte oder sogar für den Büroalltag an. Bei Interesse können Sie sich gern ausführlich im Beratungscenter in Kempten beraten lassen. Ein Infrarotstrahler, der direkt auf die Haut geht, der Wärme und Entspannung bringen und beispielsweise bei Rückenschmerzen helfen soll. Das ist das Konzept von Physiotherm. Sei es auf Liegen, am Bürostuhl oder klassisch in einer Infrarotkabine. Im Beratungscenter an der Memminger Straße in Kempten wird viel Wert darauf gelegt, dass für jeden eine Wärmelösung gefunden wird, die genau den jeweiligen Anforderungen und Wünschen gerecht wird.
Ganz von Anfang an hat Physiotherme im Endeffekt geschaut, dass man mit einem Arzt zusammenarbeitet. Also wir haben einen eigenen Arzt im Hintergrund stehen, den man auch befragen kann bei bestimmten Erkrankungen, wo er sagt, aus seiner Erfahrung ist es zum Beispiel nichts, die Infrarotkabine herzunehmen oder bestimmte Dinge einfach damit zu machen. Das haben wir alles gemacht, einfach um die Sicherheit unserer Kabinen zu gewährleisten. Das liegt unter anderem an den einzigartigen Sensoren, die die Temperatur direkt auf der Haut messen. Zudem lassen sich Strahler und Kabinen individuell anpassen. Zusammen mit Ölen, Licht, Musik und der einfachen Steuerung per App wird so dafür gesorgt, dass Verspannungen gelöst, die Durchblutung erhöht und das Immunsystem gestärkt werden kann. Und wer sich erst einmal persönlich überzeugen will, in dem Beratungscenter in Kempten kann man bis zu 6-mal die Infrarotkabinen selber testen, damit der wohligen Entspannung in den eigenen 4 Wänden am Ende nichts mehr im Wege steht. Schon seit ihrem Bestehen Anfang der 80er Jahre hat sich die Bäckerei Speiser einen hervorragenden Ruf für die Qualität ihrer Backwaren erarbeitet. Insbesondere die Brezen sind hier sehr beliebt. In der neueren Backstube in Kempten gibt es nun noch mehr Platz und Kapazität bei gleichbleibender Qualität. Wir haben uns das Ganze vor Ort mal für Sie angeschaut. Morgens um 4 Uhr. In der neuen Backstube der Bäckerei Speiser herrscht bereits seit Stunden Hochbetrieb. Die Kapazitäten hier sind etwa doppelt so hoch im Vergleich zur bisherigen Backstube. Was jedoch gleich bleibt, ist, dass nach wie vor direkt auf heißem Stein gebacken wird. Und das aus guten Gründen. Die Brezel wird bei uns auf Stein gebacken, weil wir den Aluminiumgehalt in der Brezel nicht wollen, der oft entsteht, wenn Brezeln auf Aluminium gebacken werden. Und der Laugenstein, der auf dem Steinofen entsteht durch die Lauge, der Brezel den unverwechselbaren Geschmack gibt. Ein weiterer Pluspunkt, das Gebäck ist saftiger und schmeckt dadurch besser. Die Qualität fest im Blick hat man bei Speiser aber bereits vor dem Backen. Praktisch alle Zutaten kommen aus der Region und auf vorgefertigte Mischungen verzichtet man hier völlig. Wir haben in den letzten Jahren komplett umgestellt, dass wir alles selber mischen. Unsere ganzen Kornmischungen und so werden alle von uns selber nach eigenen Rezepten gemischt, über Tage verbeulen und eingeweicht. Wir machen auch Koch- und Brühstücke, damit wir die Saftigkeit im Gebäck durch hohe Wasseraufnahme gewährleisten und dann eben die Gebäcke länger frisch bleiben. Und das gilt nicht nur für die fast schon legendären Brezen oder den neuen Kemptener Leib, sondern für alle Backwaren der Bäckerei Speiser. Müllvermeidung, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Auch wenn es gerade jetzt in Corona-Zeiten mit Essen to go und dergleichen wieder schwierig geworden ist. Das Reformhaus Stiebi in Lindenberg ist aber auf diesem Gebiet schon lange ein Vorreiter. Hier gibt es viele Lebensmittel und Alltagsgegenstände unverpackt, damit Sie Ihren Einkauf umweltbewusst und nachhaltig gestalten können. Für Mensch und Natur. Seit 2 Jahren hat das Reformhaus Stiebi seinen Platz im Herzen Lindenbergs. Hell und mit einer großen Auswahl bietet das Traditionshaus hier qualitativ hochwertige ökologische Lebensmittel, Naturarzneimittel und auch Naturkosmetik. Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an allen bekannten Naturkosmetikfirmen wie zum Beispiel Dr. Hauschka, Annemarie Börlin, Martina Gebhardt. Neu aufgenommen haben wir Aloe Vera Kosmetik aus Andalusien, des Santa Verde. Oder wir bieten Ihnen auch einen großen Service an. Wir schminken Sie, wir beraten Sie typgerecht. Und das natürlich auch in Naturkosmetikqualität. Nicht nur bei Beauty, auch bei der Ernährungsberatung und Naturarznei ist das Team durch Fortbildungen immer auf dem aktuellsten Stand. Und bei einem anderen Thema ist man bei Stiebi ebenfalls Vorreiter, dem plastikfreien Einkauf. Sie können bei uns plastikfrei einkaufen. Schon vor 2 Jahren haben wir ein vielfältiges Sortiment angeboten, das wir jetzt erweitert haben, ob vom Pfandglas bis zu Leinensäckchen fürs Getreide. Wir haben auch Wasch- und Putzmittel dazu genommen ins Sortiment. Shampoos und Körperpflege bei Obst und Gemüse oder an der offenen Theke mit Beutel, Glas oder Tüte von daheim. Im Reformhaus Stiebi kann jeder das finden, was nicht nur ihm selbst, sondern auch der Umwelt gut tut.
Wir können uns unseren Alltag ohne unser Smartphone ja schon kaum noch vorstellen. Umso mehr trifft es uns dann, wenn das Handy kaputt geht. In solchen Fällen bietet die Express-Handy-Reparatur in Kempten schnelle Hilfe. Viele Reparaturen rund um Handy, Tablet oder Computer können hier in kürzester Zeit vorgenommen werden. Express-Handy-Reparatur in der Kemptener Fußgängerzone. Bei praktisch allen Fragen rund um kaputte Mobiltelefone, Tablets, Laptops oder auch Apple-Geräte haben die Spezialisten hier die passende Antwort. Egal ob kaputtes Display, Wasserschaden oder eine defekte Platine. In der hauseigenen Werkstatt können viele Reparaturen sofort selbst vorgenommen werden. Das hält die Wartezeiten für die Kunden meist sehr kurz. Ein oft gegebener Rat an Sie lautet deshalb: Wenn Sie noch etwas zu erledigen haben, machen Sie das. Wenn Sie zurückkommen, ist Ihr Gerät fertig. Wir reparieren Handys, wir reparieren Tablets, wir reparieren PCs, wir machen Handyverträge, wir haben Zubehör. Also eigentlich rund ums Handy kann man bei uns alles machen. Zum Beispiel Displaytausch, Akkutausch können wir innerhalb von einer Stunde machen. Es gibt Reparaturen, wo es einfach ein bisschen länger geht, wie Platinenreparaturen. Das ist halt relativ schwer, da einen Fehler zu finden. Wir müssen zum Teil auch Ersatzteile bestellen und dann dauert die Reparatur einfach 1, 2, 3 Tage. Bei Express-Handy-Reparatur kümmert man sich aber nicht nur um kaputte Geräte. Hier bekommt man sowohl Handys, Handyzubehör als auch Mobilfunktarife. Und zwar nicht nur ausgewählte, sondern alle Tarife von allen Netzen. Egal welche Anforderungen ein Kunde also an seinen neuen Vertrag hat, hier hört man zu, analysiert, durchforstet den Tarifdschungel und macht dann das passende Angebot. Die Themen Natur und Tradition spielen hier bei uns im Allgäu eine wichtige Rolle. Und das spiegelt sich natürlich auch im Angebot erfolgreicher Firmen wider. So bietet das Traditionshaus Waffenbär unter anderem Trachtenbekleidung, alles für die Jagd und den Sportschützen. Bei Waffenbär in Kempten, nahe des Kornhauses, findet man eine große Auswahl an hochwertiger Trachtenmode. Egal ob Hose aus Hirschleder und zwiegenähte Schuhe für ihn oder ein edles Dirndl für sie. In dem familiengeführten Traditionsunternehmen findet man immer ein Stück, in dem man sich so richtig wohlfühlen kann. Bei Waffenbär gibt es aber auch alles für den Sportschützen und natürlich auch für die Jagd. Eine immer wichtigere Rolle im Angebot spielen dabei Ferngläser und Wärmebildkameras, insbesondere im Jagdbereich. Von der Gams bis zum Steinbock über den Hirsch und natürlich auch im ornithologischen Bereich. Vogelbeobachtung ist etwas, was ganz, ganz hoch im Kurs steht. Und hierfür brauche ich qualitativ ganz hochwertige Ferngläser, wo wir eine sehr große Auswahl hier haben. Wir haben einen sehr großen Technikeinschlag für die technikaffinen Leute. Wärmebildtechnik zum Beispiel hat im Beobachtungsbereich sehr stark Einzug erhalten. Die CNC-Technik in der Fertigung. Genauso haben wir noch viele Fans der althergebrachten Büchsenmacher-Kunst, unserer kunsthandwerklichen Arbeit. Und ganz wichtig, unsere Werkstatt. Wir können nach wie vor alle Sachen reparieren, restaurieren und alles unter Wünsche erfüllen. Dazu gehören natürlich sämtliche Einstell- und Wartungsarbeiten. Daneben nimmt der Outdoor-Bereich eine wichtige Rolle ein. Und auch hier gilt, wie immer bei Waffenbär, Qualität und Komfort der Produkte stehen an allererster Stelle. Aber natürlich kommt auch das Design nicht zu kurz. Schließlich soll man sich hier so richtig wohlfühlen mit den Produkten von Waffenbär in Kempten. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder fürs Zuschauen. Machen Sie aus allem das Beste. Tschüss und bis zum nächsten Mal.